Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, meine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Benjamin an. Dieser hat über den Immobilien-Insider-Videokurs geschrieben, welchen er mit 4,1 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Der Immobilien-Insider-Videokurs richtet sich an alle, die in Immobilien ihr Geld investieren oder die damit anfangen möchten. Der Immobilienmarkt ist komplex und als unerfahrener Anfänger kann es hier zu fatalen Fehlentscheidungen kommen. Genau dafür ist der Kurs da, der dir hilft, diese Fehler zu vermeiden mit Insider-Tipps aus mehr als 15 Jahren Berufserfahrung in der Immobilienbranche. Thomas Knedel ist studierter Bauingenieur und Immobilienökonom. Neben seinen zwei Studiums hat er noch zahlreiche Weiterbildungen absolviert. Er hat lange an der Spitze von Immobilieninvestmentgesellschaften gearbeitet und konnte viele Erfahrungen sammeln. Diese setzte er zunächst dafür ein, um seinen eigenen privaten Immobilienstand aufzubauen. Heute ist er Geschäftsführer seiner eigenen Immobilienmanagementgesellschaft und Bestsellerautor mit Erfolg mit Wohnimmobilien. Knedel hat ein eigenes System entwickelt, nachdem er seine Entscheidungen für Immobilieninvestments trifft. Seine Seminare sind stets ausverkauft und mit dem Immobilieninsider-Videokurs kam er der zahlreichen Nachfrage nach, sein Wissen detailliert weiterzugeben. Hier noch ein kurzer Ausschnitt von der Webseite selbst, der die Frage, warum Immobilieninvestitionen, beantwortet. Immobilien sind gerade jetzt und in Deutschland ein hochinteressantes Investment. Neben Faktoren wie Niedrigzins und Inflationsschutz, die Immobilieninvestments besonders attraktiv machen, profitieren ganz besonders Privatanleger von massiven Steuervorteilen. Viele Menschen wissen gar nicht, mit wie wenig Startkapital sie sich ein kleines Immobilienimperium aufbauen können. Noch weniger wissen sie, dass man auch durch clevere Einkaufsgewinne von Anfang an so hohe Mieteinnahmen generiert, dass monatlich sogar noch ein freier Cashflow übrig bleibt. Die Mieteinnahmen begleichen also nicht nur vollständig den Kredit, sondern generieren auch noch ein zusätzliches passives Einkommen. Zurück zum Kurs. Der verspricht, in 6 Monaten zum professionellen Immobilieninvestor zu werden. Der Kurs begleitet einen über drei wichtigsten Schritte. Einkauf, Management und Verkauf, und dabei werden alle wichtigen Zwischenschritte natürlich nicht vergessen. Hier wird von dem Immobilieninvestmentzyklus gesprochen. Das Wissen steckt in 12 Modulen, gefüllt mit Videos. Neben den Videos bekommt man noch Checklisten, Präsentationen und Tools, die einem die Arbeit vereinfachen. Der optimale Ablauf sollte so aussehen. Suche nach Eigentumswohnungen und Mehrfamilienhäusern, Kauf mit 10% bis maximal 20% Eigenkapital, Einkaufsgewinn, Optimierungspotenzial erkennen, Wertsteigerung der Immobilien, durch Mieteinnahmen Kredit finanzieren und Überschuss kassieren. Ohne das nötige Wissen, also als Laie, ist es schwierig, diesem Ablauf zu folgen. Es gibt einfach zu viele Fallen, in die man tappen könnte. Schauen wir uns also mal den Inhalt genauer an. Modul 1 – Immobilienportale. Es gibt mittlerweile viele Immobilienportale und diese werden extrem wichtig für den Immobilieninvestor. Im ersten Modul geht es also darum, die besten Portale zu erkennen, und es wird auch darauf eingegangen, wie man gute Projekte erkennt. Modul 2 – Standortcheck. Im zweiten Modul lernt man, den Standort eines Objekts einzuschätzen mit Hilfe von Online-Plattformen. Warum der Standort wichtig für Eigentumswohnungen oder Mehrfamilienhäuser ist, brauche ich, glaube ich, nicht zu erklären. Modul 3 – Objektbegehung pragmatisch. Das dritte Modul beschäftigt sich mit der Besichtigung. Hier werden Tipps genannt, die einem dabei helfen, dass einem nichts mehr entgeht. Man darf eben nicht nur auf die offensichtlichen Sachen achten, sondern man muss auch ein Auge für das Detail haben, und wie man das bekommt, ist in dem Modul Thema. Modul 4 – Immobilienfinanzierung. Das ist wohl die größte Frage, die sich einigen stellt. Wie soll ich das finanzieren? Auch bei dieser Frage kann Knedel gute Antworten liefern und zeigt dir die richtige Finanzstruktur und was man bei einem Gespräch mit der Bank beachten sollte. Modul 5 – Immobilienkalkulation. Für die korrekte Kalkulation des Investments gibt es das Profi-Kalkulationstool. So erfährt man sicher, was die Zukunft bringt. Modul 6 – Aufwertungsmaßnahmen. Jedes Objekt hat Raum zur Verbesserung, nur diesen muss man auch erkennen können. In dem Modul geht es um Insider-Tricks für wirkungsvolle kleinere Aufwertungsmaßnahmen. Modul 7 – Gewinnbringende Aufwertungsmaßnahmen. Hier geht es um bauliche Veränderungen, die man veranlassen kann, damit sich der Wert des Objekts steigert. Auch hier werden wieder die Profi-Tipps vorgestellt. Modul 8 – Gewinnbringende Flächenerweiterungen. Ähnlich wie im vorherigen Modul geht es in diesem Modul um Flächenoptimierungen. Modul 9 – Geldströme anzapfen. Modul 9 offenbart die vielen Verdienstmöglichkeiten von Wohnobjekten. Es werden 7 dieser Geldströme gezeigt und erklärt. Modul 10 – Experten, Team und Infrastruktur. In dem Modul wird die Frage beantwortet, wer ein Immobilienteam gehört. Das ist also schon ein Modul für die, die als Immobilieninvestoren etwas größer durchstarten wollen. Modul 11 – Immobilienmanagement. Wer Objekte kauft, muss diese auch managen. Modul 12 – Verkauf.
Was muss man beim Verkauf der Immobilie beachten? Was kann man falsch und was richtig machen? Alles zur Verkaufsvorbereitung, Preisfindung und zur Frage, ob man einen Makler einsetzen sollte. Immobilien als Geldanlagen, das war schon immer ein Traum von mir und kann schon bald zur Realität werden. Nach ein wenig Recherche bin ich auf diesen Kurs gekommen. Da er mich angesprochen hat und die kurzen Videos mir hochwertig schienen, auf der Homepage kann man kurze Ausschnitte aus den Modulen sehen, habe ich den Kurs gekauft. Preislich liegt dieser im Normalfall bei 497 Euro. Ich habe ihn aber im Angebot für 347 Euro gekauft. Ja, das ist verdammt viel Geld, aber man muss bedenken, dass da das Wissen aus 15 oder 20 Jahren Berufserfahrung steckt und da ein System vorgestellt wird, nachdem man das Geld relativ schnell wieder heraus hat. Beim Thema Immobilieninvestment war mir von Anfang an bewusst, dass ich da nicht ohne Hilfe rangehe. Ich hatte zu viele Fragen und Ängste, daher war der Kurs auf jeden Fall die richtige Entscheidung, da alles beantwortet werden konnte. Die Videos sind doch relativ kurz und auf den Punkt gebracht. Ich wurde in eine für mich neue Welt optimal eingeleitet und verstehe nun Fachterminologie und habe nun auch das Gefühl, ein gutes Objekt erkennen zu können sowie dessen Potenzial zu fördern. Den Kurs empfehle ich eben nur Leuten, die wirklich vorhaben, eine Immobilie zu schauen. Der richtige Kampf geht erst nach dem Kurs los und man muss Geld investieren. Ich bin zuversichtlich und es stehen eine Menge Besichtigungstermine bei mir im Kalender. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.